Vor der Augenlaseroperation werden die Augen lokal betäubt und das wird nicht mit einer Spritze gemacht, sondern nur lokal mit den Tropfen. Ja? Bei einer Augenlaseroperation, bei einer Oberflächenbehandlung wie PRK-LASIK hat man gar keine Schmerzen. Und bei der Behandlung mit Schnitt, wie zum Beispiel bei der Femto-LASIK, da empfinden Sie als stumpfen Druck, wenn man den Femtosekundenlaser aufs Auge setzt und es wird ungefähr 20 bis 30 Sekunden dunkel vor dem Auge. Aber das ist eigentlich der einzige unangenehme Schritt während der gesamten Operation.